Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Secret 2 Part mit dem Diablo 2 Vollmod. Wir gehen Greasewald angreifen. Das ist ein richtiger. Jo. Gegner, den wir einfach kennen, wenn wir Diablo 2 gespielt haben. Damals und heute. Der kommt in Tristram vor und schützt Thrills Bein. Jo. Und ja, das ist ja für dieses spezielle Level zuständig in diesem Spiel. Okay, wir haben es getötet. Nein, wir haben ihn noch nicht getötet. Und dieses Zombie. Noch nicht getötet. Falls ihr denkt, ja, wieso bin ich jetzt hier? Ich habe einen Crash gehabt und jo. Das hat's einfach kurz nicht aufnehmen lassen. Jo. Das Video war kaputt. Aber wir sind nur kurz in dieses, ja, in diese Festung gegangen. Und sonst ist eigentlich nichts passiert. Es sind nicht mal 3 Minuten gewesen. So, jo, was habe ich erzählt? Es ist jetzt auch wieder ein halber Tag um. Ja, ich war ein bisschen müde im letzten Part oder im vorletzten Part für mich. Und ja, der Mod ist halt sehr anspruchsvoll, ihr merkt's. Braucht auch sehr lange. Ich hätte ein Fläschchen nehmen sollen. Okay, jetzt muss ich das mal machen. Der tut immer wieder auftauchen. Das ist halt das Blöde. Also ich finde es wirklich nicht gerade interessant. Ja, das macht es sonst auch nirgendwo. Machen sie wieder auf. Vielleicht ein Resident Evil, stimmt, aber ja, dort ist es ja auch taktisch. Hier muss nichts taktisch sein. Ja, okay, ein bisschen schon, aber. Nicht gerade so extrem, dass die wieder auftauchen können, wieder belebt oder wieder aufstehen können. Ja, ich muss leider den Ding nehmen, ich habe zu wenig Schaden. Skelett Magier, komm wieder, komm. Hui. So, nein, jetzt, okay. Ich habe ihn noch rechtzeitig getrunken wahrscheinlich. Okay, gedroppt hat er nicht viel, aber schön, dass er da ist und immer wieder aufwacht. Ohne Trank. Sehr interessant. So, kommt hier hoch, bitte. Ja, genau. Wie einfach die Skelettmagier stark sind, aber völlig unnütz sind zum Spielen wegen diesen Bugs. Naja. Okay, wir gehen nach oben. Hier oben war doch im Hauptspiel auch irgendwas, eine Quest oder so. Ich habe aber nur einmal, glaube ich, was, Reichenstein? Reichenstein, weil Reichenstein ist eine Burg hier in Baseland. Ungefähr 5 Kilometer von mir entfernt. Ja, aber Reichenstein ist es nicht. Aber schön, dass hier auch Leute sind. Okay, cool. Die ist so 2-3 Kilometer südlich von Basel. Und ziemlich schön. Schönen Ausblick. Eine tolle Burg. Aber es ist nicht Reichenstein, es ist Reichenstein. Vielleicht weil die Entwickler das gesehen haben, es gibt schon Reichenstein, haben sie einfach Reichenstein geschrieben. Bisschen komisch Deutsch. Reichenstein! Ah, vielleicht verenglischest. Verenglischst. So, ah, hier oben. Genau. Gut, also wir brauchen unbedingt das Resi. Gar nicht so viele Schäden. Was brauchen wir? Schaden über Zeit. Handelsschuhe haben wir schon. Kein MF, nix. So langsam müssen wir echt mal schauen, dass ich da irgendwas können kaufen. Mit Rissi, das geht so nicht. Das sind wirklich überall nur physisch resistente Gegenstände. Genau. Schade, über Zeit bringt nicht viel. Noch. Also wir müssen eventuell noch ein bisschen ja, uns durchquetschen, aber Händler sind irgendwie so unnütz. Ich mag Handeln einfach gar nicht. So, weit drüben ist noch ein Runending, den brauchen wir nicht, Runenmeister. Und ich muss jetzt irgendwie, ja komm, wir gehen rechts herum. Dann haben wir noch ein, ja komm, wir gehen links herum. Ja, es wird trotzdem Gegner geben, aber. Jo. Immerhin haben wir einen Boss erledigt.
Ah, oben durch. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwer, hier durchzufinden. So, der. Also hier durch. Jetzt fängt ja auch das an, wirklich. Also ich liebe es eigentlich immer, ins Ortgebiet zu kommen. Oder einfach in den Wald hier. Ist er noch mal da? Hallo? Nö, nö, nö. Ich dachte schon, in dem Symbol. Oben rechts auf der Map. Wäre schon geil, so ein Gegner, der nie sterben würde, den man immer wieder grinden könnte. Aber deshalb droppt er auch so wenig. Das ist gar nicht so tolle, wie man denkt. Und er ist natürlich auch immer am Wiederbeleben. Naja. So. Hier ist auch eine schöne Gegend. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, wo wir genau hin müssen. Wir gehen jetzt mal hier durch. Und ja, wir müssen hier nach Greifenburg. Glaube ich, heißt es, gell? Ja, ich habe gelesen, dass recht viele wieder sich ein bisschen Secret 2 Updates oder so wünschen, beziehungsweise einfach spielen wollen, aber sie es eventuell nicht könnten. Oder so, unterstütze natürlich das gerne. Ich mache weiterhin natürlich Parts. Es kann ja sein, dass es wirklich manchmal ein bisschen langweilig ist. Das liegt einfach am Game. Ich könnte ein bisschen Rollenspiel machen, klar. Und jo, das Spiel genießen mit euch. Aber der Mod, der lenkt mich auch immer wieder ab, weil es so schwer ist. Ich bin halt jetzt nicht gerade so derjenige Spieler, der immer ständig grindet und sich optimal vorbereitet auf das nächste Gebiet und so. Ich habe das auch noch nicht so im Griff mit den Resistenzen, oder? Ich muss mir einfach besser merken, was die Gegner zu benutzen. Ich hätte gerne physische Resistenzrunen. Es gibt, glaube ich, im Hauptspiel ein oder zwei Runen, die physische Resistenz geben, aber die sind so ultra selten und ja. Muss man auf den Items einfach machen. Aber dürfen mir gerne unterstützen, gell? Ich benehme das Spiel jetzt auch nicht gerade so gut. Und der Mod ist halt einfach ultra schwer. Ich finde es irgendwie noch interessant, manchmal schon die Gegner ein bisschen härter zu haben. Das ist ja klar. Aber, jo, ihr seht, so hart muss es jetzt auch nicht sein. Ich tue mal die auf die anderen konzentrieren, die sterbbar sind. Okay, ist jetzt schon gestorben. Also, es liegt jetzt einfach auch gerade am Bild, dass wir so wenig Schaden machen. Ach, das wird jetzt schnell wieder steigen, sich. Und ja. Das ist auch gerade sehr starke Gegner hier. Ist er jetzt tot? Hallo, wo ist er jetzt hin? Bleib mal, wo bist du hin? Man sieht es halt auch nicht an den Runen. Ja, ist klar. Einfach wieder hier hinkommen, bitte. Also hier ist jetzt gerade auch wieder eine Gegend, die richtig zähe Gegner hat. Ich glaube auch starke, wenn wir Heiltrank schlucken müssen. Also jetzt muss ich kurz schauen, ja, in die Richtung. Immer diese blöden Banditen. Die halten ja auch gar nichts aus. Einfach schwach auf der Brust. Ich hätte gerne wieder mal einen Unique, wenn es nichts Nützliches ist, aber MF ist gerade auch nicht so gut. Jetzt in letzter Zeit habe ich so wieder Last Epoch Lust. Mache ich ja auch weiter mit dem Let's Play dort. Auch weil ich eben halt auch Sacred noch spiele. Ich liebe es einfach viele zu spielen. Mit der Zeit kommt dann sicher noch ein anderes MMO, Hack and Slay meine ich. Und dann ein MMO habe ich auch gedacht, aber ich kann momentan auch Champions of Flag noch nicht spielen, es crasht. Genau, jetzt sind wir hier. An dieser Seite bin ich noch nie in dieses Dorf gekommen. Das ist jetzt das erste Mal. Gut, haben wir einen Mod, der einfach alles auch ein bisschen anders motivierend macht mit den Bossen und so. Ja, bin ich mal gespannt. Eben der Sammler war gar nicht da. Ich weiß nicht, irgendeine Quest oder so.
Wo geht's eigentlich hier? Hier war ich auch noch nie drin. In den Lagerkeller, Schmiede, also Anbausatz hier. Das ist nichts hier. Ja, wäre nicht schlecht, wenn wir den Grünwald auch noch ein bisschen farmen könnten, aber das Spiel stürzt öfters ab im Livestream. Sonst mache ich das einfach mal dann in einem der nächsten Parts und dann seht ihr einfach den Craft natürlich sicher stärker. In ein paar Items und so. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade auch nicht ganz so viel Zeit, einen zweiten Charakter zu spielen. Weil der droppt ja auch wieder andere Items, also Seraphim-Items bei der Seraphim und so. Muss ich einfach schauen, wie viel es nützt. Also ich mache es einfach, wenn ich manchmal hochlade. Und sonst bin ich halt auch mehrheitlich draußen am Fußball spielen. Muss ja auch irgendwie zu Erfolg kommen. Alle Fertigkeiten. Ich glaube, das nutze ich jetzt noch nicht. Das ist natürlich schon sehr stark, aber ja, das Handelsamulett brauche ich eigentlich auch nicht zu tragen. So, vielleicht gibt es dann wieder bessere Items. Beim Schmied zum Beispiel. Was gibt's hier? Alle Kampfkünste. Haben die wirklich so die Resistenzen rausgenommen, weil keine Items hat irgendwie auf eine Art eine Resistenz. Ich habe sogar noch Schaden. Ja, weiß jetzt nicht, wie der Mod weitergeht. Kann natürlich noch viel schwer werden. Aber Hauptsache, ja, wir haben ja das Spaß dran. So, eine Wolfsflagge haben wir schon. Ja, und Quests sollte ich dann auch mal irgendwo machen. Ja, im Marktgebiet natürlich. Also dann überspringen wir eigentlich den Grunwald. Weil ich habe jetzt auch nicht gerade so extrem Lust zu grinden. Der Mod hat mir irgendwie das Grinding auch ein bisschen verdorben. Es droppt wirklich viel zu wenig irgendwie. Schade, ich hätte jetzt wirklich gedacht, der Mod wäre wirklich absolut spitze oder so. Ich habe so vieles gehalten vor dem Let's Play machen und habe gedacht, ja, jetzt muss ich unbedingt hier mal ein Let's Play draus machen. Das macht ja sonst wahrscheinlich niemand. Und oder nur im Englischen oder so. Ja, ich weiß, wie es niemand macht, aber dazu kommt halt einfach, dass der Mod so ultra schwer ist noch. Dass da irgendwie gar nichts ausbalanciert ist, was man eigentlich gerne hätte. Es ist ja schon gut, wenn Mods oder so oder Spiele schwer sind, aber sie müssen balanciert sein. Umso mehr balanciert sein. Kann nicht sein, dass irgendwie so ein Gegner halt Reflect benutzt. Das ist einfach sehr gemein. Und dann uns im Heiltränke schlürfen lässt. Und dann andere Gegner eigentlich gar nichts machen. Ah, Bushaltestelle. Oh, die Bushaltestelle. Hallo, Bushaltestelle. Ein Buch. Jo, die Bushaltestelle. Fahrplan. Ich will aber den Fahrplan studieren. Güte. Hol den Tag wieder auf. Ja, sehr gut. Also die sind irgendwie so 10 Sekunden. Einfach nur gelähmt. So, also. Konstitution wieder ein bisschen fördern. So, bald, wie glaube ich, Level 40 sind oder so. Haben wir dann 4 Punkte zur Verfügung. Dann können wir auf beide gehen, auf Rüstungskunde und Konstitution. Oder das anders nehmen, Konzentration hätte ich noch gerne, aber das müssen wir nicht gut werden. Ich glaube, das bleibt für immer unter 75, weil dort gibt es dann einen Buff mehr. Aber ich weiß gar nicht, welche Buffs ich mitnehmen soll. Also, ja, so ein paar Level, ein paar 10, 20 Level ist jetzt der der Magier, das Magier-Skelett auch nicht mehr nutzen. Und ja, der Golem stirbt ja immer. Bin heute ein bisschen schlecht aufgewacht. Also ich habe diese Asthma-Probleme. Deshalb ist die Stimme manchmal ein bisschen rau oder ein bisschen, ja,
abgehackt. Jo, hier Giftressi. Sehr gut in Blau. Ja, jetzt momentan ist ja die Zeit, wo Hack and Slays ein bisschen unter Spielerzahlen leiden, weil sie einfach nicht gut gepatcht werden und gut erstellt werden. Jetzt kommt aber bald auch Grimdawn Add-on raus. Ich weiß nicht, ob ich davor noch ein Let's Play machen will. Ich weiß gar nicht, wenn es rauskommt, im Winter irgendwann mal oder so. Im November schon. Dass ich das natürlich Let's Playen will. Ist aber mir auch bekannt ein bisschen schwieriger, also low im Endgame natürlich. Wir müssen auch nicht alles machen oder einfach zusammen machen. Mal gucken. Aber ich mache einen ganz eigenen Bild, also. Ja. Ich werde mal schauen, was. Und durch mit MF. Auch andere Items im Ende. Jetzt ist der Golem ganz kaputt. Nein, er kommt wieder. Er kommt immer, wenn ich irgendwas denke, über den Golem kommt er. Der weiß ganz genau, der Rago lässt sich nicht lange. Golem, der muss haben. Ich bin noch zu schwach. Ich einfach irgendwie so ein bisschen auf die negativen Sachen des Böse sein. Also, ja, das Böse sein, oder? Ja, für mich ein bisschen ja, negativ, oder? Einfach rausholen, also würde es mir irgendwie Spaß machen, den Golem ein bisschen zu verletzen. Oh, so makaber. Da fällt mir die ganze Zeit wieder hoch. Der gibt nie auf. Und da seht ihr, wie schwer das Game geworden ist. Zu 10 Level mehr, oder? Ein neues Gebiet. So, aber wir haben es gleich geschafft. So in einem Mod, der schwer ist, kann das schon ein bisschen ja, nervig sein, so zu reißen. Aber da werden wir stärker und dann macht es wieder viel, viel mehr Spaß. Ja. Aber es ist ein toller Bild, einfach manchmal klicken. Einfach auf die Gegner manchmal klicken. So, haben wir eigentlich gute Abklingzeiten jetzt? 3,6. Also ich sag, so 3 Sekunden möchte ich es haben lassen. Und dann immer eine Rune einlesen, wenn es unten drunter ist. Weil eben, das wird so langsam runtergehen, dann nützt es nicht natürlich noch mehr runterzugehen. Ich weiß nicht, ob 3,6 sogar schon zu hoch ist, oder? Also zu tief. Was ist da? Viel mehr Runen einnehmen könnten. Aber eine Rune irgendwie auch hier zu benutzen, oder? Ist es 2? Ja, das ist 2. Ist schon 4,3. Das bringt jetzt momentan nichts, etwas zu machen. Bei Verstümmelung und so weiter. Knochensperr oder Knochengefängnis ist das eher. Ja, nein, es ist eher Knochensperr, stimmt. Der kommt einfach von unten raus und nicht geht einfach irgendwie so in ein Geschoss rüber, waagerecht. Gehe, glaube ich, einmal ringsum um die Burg. Habe ich einen besseren Weg. Ja, und währenddessen muss ich kurz bis zu die Pizza gehen. Im Momentan einfach so die Luft trocken ist durch diesen Herbst. Schönes Regen. Nicht zu groß, sehr detailliert. So, du Flasche, mach nicht so viel leer. Prima. Oh, ein Schatz. Nein, ein Stuhl. Was ist das für eine Quest? Möchte hier eine Quest? Sucht und schreibe mal es nach. Mikolofern. Sorgt ihr euch nur um die Kollekte. Ich werde bald zurück sein. Ob ich das jetzt machen will? Ja, kurz mal. Kurz mal anschauen, oder?
Kann gleich wieder weitermachen. Ich bleib. Nein, wir müssten hier oben durch. Ich tue mal hier. Das bringt so nichts. Ich gehe eben nicht in den Grunwald. Sonst würde man mir das noch näher, nützen da drüben, aber nein. Es nützt nichts. Okay, du bist hier beim Ding, Runenmeister. Ein geheimes Familientreffen. Ich mach das jetzt mal nicht. Das dauert zu lange. Aber sobald wir genug stark sind, können wir die Quests eigentlich immer gut machen. Bin mal gespannt auf die Sets. Ich kenne, glaube ich, kein Set vom Inquisitor. Es gibt sicher auch neue Sets. Was habe ich am meisten gespielt? Triade, weil es halt einfach auch ein bisschen bequemer ist, wenn man nur ein paar Mal klicken muss und viele Pfeile geschossen, also irgendwie die ganze Zeit Einzelschuss oder so. Je nachdem, was für ein Charakter es gibt. Also, ja. Es ist und ja, die vielen Skills oder wie stark sie sind und so. Schattenkrieger habe ich viel gespielt mit Knochenturm, der wird aber mit der Zeit auch ein bisschen zu schwach. Wenn man ihn nicht fördern kann, natürlich mit guten Items und so. Habe ich meistens so mit Level 60 oder so aufgehört dann. Wenn die Gegner auch ein bisschen zäher werden, oder? Also eben. Ganz anfängerisch casual. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich meistens eher casual spiele, aber dafür auch ja, fleißig. Ein bisschen mehr spiele als andere Leute. Natürlich eben wegen meinen Krankheiten. Ich kann nicht immer so gut alles arbeiten und so. Aber eigentlich genug Zeit. Deshalb auch die Let's Plays und so. Und dann mache ich natürlich gerne für euch etwas, sondern für mich. Geh mal runter. So. Also, die meiste Zeit verbringe ich mit Freunden. Also, online und auch offline. Und das braucht halt Zeit. Ich würde gerne sehr viel online sein und mit euch irgendwie auf Reisen gehen, Livestreams machen und so. Ich habe einfach diese Abstürze, deshalb livestream ich momentan eigentlich kaum. Und ja, ich bräuchte eventuell ein ganz komplett neuer PC. Und ihr wisst, dass ich auf sehr wenig Geld. Jo, ich werde nicht mehr so einen mega guten kaufen. Muss ja nicht mega gute Spiele spielen. Muss eigentlich nur GTA spielen können noch. GTA Rollenspiel. Vielleicht eines der besseren Hack and Slays noch. Also diesen PC habe ich ja vor 2 Jahren gekauft. Ist ein bisschen noch zu früh, um jetzt wirklich an einen neuen PC zu denken, aber der ist so überfordert, ich brauche einen unbedingt, der eventuell nicht Wasserkühlung hat. Es kann schon sein, dass die Wasserkühlung hat echt Probleme macht dann mit meinem PC. Und danach muss ich auch noch schauen, dass ich halt einfach ja, eine neue Grafikkarte habe, eine gute RAM vor allem auch. Ja, okay, ist nicht ganz so wichtig, aber trotzdem 16 ist zu wenig. Es gibt ja schon irgendwie 84 oder so. RAM 80 kann das sein. Ja, auf jeden Fall. Viel. Wölfe an. Ne, sind einfach die Banditen hier. Und die Quest. Hier oben ist, glaube ich, auch noch einer. Hier ist, glaube ich, der eine Boss. Wollen wir den kurz schauen gehen? Ich habe jetzt gerade die Map nicht zur Verfügung. Ich muss wieder googeln. Ja, dieser Bandit. Das sind noch eine letzte Gegner. So weit weg. Oder wir müssen irgendwie einen anreden. Stimmt.
So, also noch. Ah ja, hier. Fast nicht sichtbar. Also, wir machen jetzt. Genau. Kurz den Gegner noch. Und dann im nächsten Part laufen wir dort auch noch warten. Zum nächsten Quest-Punkt. Also, er muss ungefähr hier sein. Ist da ein roter Wolf? Okay. Ungefähr hier. Boah, der Kolle. Wie eine Dampfwolke. Auf der Map ist er auch nicht ganz so gut sichtbar. Hier sind Wölfe, hörst du nicht? Finden wir denn überhaupt noch? Da vielleicht. Ja. Hier sind nur Wölfe. Also das mache ich mir mal kurz, die Map zu suchen. Nein, nicht das. So, jetzt habt ihr schön Standbild scheinbar. Bosses. Dann auf einen Boss klicken und dann bin ich dort auf der Map. So, ranzoomen. Der ist genau unter dem Raystone. Ungefähr hier. Ist er das? Räuber Hauptmann. Ich glaube, das ist er, aber er heißt einfach Räuber Hauptmann auf Deutsch. Okay, das war jetzt nicht unbedingt ein Boss, oder? Also nochmal schauen. Ne, ist noch weiter oben. Hey, der ist gerade beim Portal. Wie kommt man denn dorthin? Okay, nochmal schauen. Ich muss. Ist da drin? Okay, da müssen wir irgendwie runterkommen. Sonst machen wir es vom Portal hin. Ja, nein, hier kommen wir runter. Zur Höhle. Gut, also. Dort drinnen ist er. Also direkt eigentlich. Also wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber ihr kennt ihn wahrscheinlich, wenn ihr Diablo 2 gespielt habt. Er ist eigentlich die letzte Quest vor der Andariel vom Hauptboss. Des ersten Akts. Der Schmied heißt er. Und der soll hier drinnen sein. Ein Grab. Zwei Gräber. Gut. Ich bin froh, dass ich wieder ein bisschen stärker wurde. Ist schon hammerhart. So, also. Ich brauche irgendwie entweder Härte. Ja. Gut, ich muss leider aufhören, machen wir das nächste Mal. Tschüss.